In diesem Video geht es um die kompositionale und idiomatische Bedeutung. Wir zeigen, worum es in beiden Bedeutungsprinzipien geht und gehen dabei auf das sogenannte Frege-Prinzip ein. In der Sprachbetrachtung ergeben sich zwei Grundprobleme. Erstens, wieso können wir immer wieder neue Sätze verstehen und auch selbst gebrauchen? Hier sprechen wir vom Problem der Produktivität. Und zweitens, wieso können wir eine derart unendliche Sprache überhaupt erlernen? Das ist das sogenannte Problem der Erlernbarkeit. Schauen wir uns ein Beispiel dazu an. Letzten Sommer habe ich Urlaub in Spanien gemacht. Dieser Satz ist für MuttersprachlerInnen nicht sonderlich kompliziert und ihn zu verstehen für uns nicht anspruchsvoll. Wir kennen die Bedeutung jedes einzelnen Wortes und wir kennen die grammatischen Beziehungen der Wörter untereinander. So können wir uns die Gesamtbedeutung einfach herleiten, ohne überhaupt darüber nachdenken zu müssen. Das ist der Grundgedanke der Kompositionalität. Wir kombinieren systematisch. Es reicht aus, die Grammatik der Sprache zu kennen. Und die Grammatik erlaubt uns, mit endlichen Mitteln aus Lexemen und Regeln potenziell unendlich viele Sätze zu produzieren und zu interpretieren. Damit sind wir auch schon beim Kompositionalitätsprinzip der Bedeutung, dem sogenannten Frege-Prinzip. Frege war Mathematiker, Logiker und Philosoph und formulierte das Ganze so. Die Bedeutung eines komplexen Ausdrucks ergibt sich aus der Bedeutung seiner syntaktischen Komponenten und der Art und Weise, wie sie sich syntaktisch zusammensetzen. Es handelt sich also um ein semantisches Prinzip, nach dem die Bedeutung eines komplexen, das heißt aus Teilausdrücken zusammengesetzten Ausdrucks, etwa ein Satz, durch die Bedeutungen seiner Teile sowie die Art ihrer Zusammenfügung bestimmt ist. Bekannte Bestandteile können auch aufgrund ihrer Summierung beziehungsweise ihre Reihenfolge in ihrer Bedeutung erkannt werden. Komposition wird als strikter Bottom-up-Prozess aufgefasst. Die Bedeutung des Ganzen lässt sich schrittweise aus der Bedeutung der lexikalischen Bestandteile errechnen. Das Ergebnis ist vollständig und eindeutig. Kompositionelle Bedeutung kann unterschiedlich komplexe Ausdrücke betreffen. Angefangen bei komplexen Wörtern, wie dem Kompositum Wandschrank, welches einen an der Wand stehenden Schrank bezeichnet. Aber auch Phrasen, wie in der grüne Wandschrank, der diesem Schrank ein Attribut zuschreibt. Oder ganzen Sätzen, wie der grüne Wandschrank ist hässlich, greift das Kompositionalitätsprinzip. Diese Lesart von Bedeutung ist allerdings eine sehr mathematisch orientierte und stößt auch an ihre Grenzen. Die Bedeutung eines komplexen Ausdrucks ist durch die Bedeutung seiner Teile bestimmt. Heißt die, dass jeder Ausdruck eine eindeutige Bedeutung hat? Gibt es bedeutungslose Ausdrücke? Was sind Bedeutungen überhaupt? Modelltheoretische Objekte? Wann ist ein Ausdruck komplex? Abhängig oder unabhängig von einer bestimmten Theorie? Was sind die Teile eines Ausdrucks? Unmittelbare Konstituenten? Sind Teile auch wieder Ausdrücke? Was heißt bestimmt? Eindeutig bestimmt und durch nichts anderes? Doch auch über diese Grundsatzfrage hinaus wird es problematisch. Wie ist es zum Beispiel bei folgendem Satz? Was soll das heißen, dass eine Schwalbe keinen Sommer macht? Laut Frege-Prinzip müsste die Summe der Einzelbedeutungen die Gesamtbedeutung ergeben. Das funktioniert hier aber nicht. Der Satz hat stattdessen eine übertragene Bedeutung. Wenn jemand sagt, eine Schwalbe mache noch keinen Sommer, dann ist gemeint, dass man keine voreiligen Schlüsse ziehen soll. Damit sind wir bei der idiomatischen Bedeutung angekommen. Idiomatische Bedeutungen müssen in ihren Bestandteilen gelernt werden. Die sprachliche Bedeutung eines komplexen Ausdrucks ist hierbei nicht aus der Bedeutung ihrer Bestandteile ableitbar. Sie ist Bestandteil des sprachlichen Wissens, Teil des mentalen Lexikons. Man spricht auch von der Unmotiviertheit als Zustand fehlender Motivation sprachlicher Zeichen. Idiomatische Bedeutung kann unterschiedlich komplexe Ausdrücke betreffen.
Der Zitronenfalter als Kompositum beispielsweise. Hier faltet niemand Zitronen, wie man ausgehend vom Kompositionalitätsprinzip annehmen könnte. Auch Phrasen wie Schmetterlinge im Bauch haben eine übertragene Bedeutung. Idiomatizität kann aber auch ganze Sätze betreffen, wie zum Beispiel in eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Oder dem eben gezeigten eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Inhaltlich sind alle Zusammenfügungen Idiomatisierungen. Das heißt, ihre Bedeutung ist nie völlig transparent.